Die Basis der, des Al-Jah, die Basis der Anerkennung ist, dass man es liebt, dass man es anstrebt und gerne hat, dass sich dein, dass man bekannt wird, dass sich dein Name verbreitet. Und er sagt, das ist äußerst gefährlich für den Menschen und sicherer ist es, unerkannt zu bleiben. Und die Ahlul Khair streben nicht danach. Sie streben nicht nach Bekanntheit. Und wenn es passieren sollte, dann flüchten sie davor. Wie es überliefert wird von Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radiallahu anhu kam eines Tages aus seinem Haus heraus, hat sein Haus verlassen. Und daraufhin wurde er von einer Gruppe von Menschen verfolgt. Er ist rausgekommen aus seinem Haus, sie haben vor seinem Haus gewartet. Als er dann rausgekommen und gelaufen ist, sind sie ihm hinterhergelaufen. Und dann hat er sich umgedreht und sagte zu ihnen, weshalb folgt ihr mir? Und dann sagte er, also er hat das nicht im Sinne einer Frage gefragt, er hat nicht gefragt, um eine Antwort von ihnen zu bekommen. Er hat gefragt, so im Sinne von Ablehnung davon. Wenn ich dich frage, wenn jemand was macht und ich sehe, dass er was Unanständiges macht, dann sage ich, was machst du da? Ich will keine Antwort hören. Und dann sagte er, wenn ihr wüsstet, was hinter diesen Türen passiert, wenn ihr wüsstet, was hinter diesen Türen passiert, würden mir keine zwei Menschen folgen. Meistens folgt man jemand, weil man über ihn denkt, er ist rechtschaffen, er ist ein Wali, der Aulia, oder wegen solchen Dingen. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, kehrt zurück, also dreht wieder um, denn es ist eine Erniedrigung für den, der folgt, dass man hinterher marschiert wie so eine Ente, da vorne ist eine Ente und hinten laufen die kleinen Vögelchen hinterher. Er sagt, das ist eine Erniedrigung für den, der folgt und eine Fitna für den, der gefolgt wird. Ne? Du kannst ja innerlich denken, ich muss ja was ganz Großes sein. Was ganz Schwergewichtiges sein, dass sie mir folgen. Abu al-Ali, rahimahullah, von den Tabi'un, er pflegte, wenn sich mehr als vier Personen zu ihm saßen, stand er auf und ging fort. Ebenfalls Khalid ibn Ma'dan. Khalid ibn Ma'dan, wenn er sah, dass die Sitzung, in der er saß, groß wurde, viel zu viele Menschen auftauchen, ist er aufgestanden und weggegangen. Und deswegen sagt er auch Al-Zuhri, Al-Zuhd, er sagt, also Al-Zuhd, wir verstehen unter den Zuhd immer, weniger zu essen, weniger trinken, weniger Kleidung kaufen, weniger Schuhe haben, sahih, das verstehen wir unter den Zuhd immer. Al-Zuhri, rahimahullah, pflegt zu sagen, dass der Zuhd eigentlich darin liegt, oder einer der großen Aspekte des Sucht ist es, auf die Anerkennung der Menschen zu verzichten. Auf die Anerkennung der Menschen zu verzichten. Daher sagt er noch, er sagt auch, wir sehen manchmal Menschen, die asketisch leben, trinkt nicht viel, er isst nicht viel, er trägt nicht viel. Aber wenn er dann in seiner Riasa, in seiner Führerschaft angefochten wird, wenn in seiner Führerschaft, er hat eine gewisse Führerposition, wenn man ihn darin anfechtet oder darin rivalisiert, dann feindet er an und dreht durch. Da war kein Sucht da. Deswegen sagt noch einige der Ahlul Ilm, die Shahwa, das habe ich glaube ich auch mal erwähnt in einem der letzten Büros, die Shahwa nach Ansehen und Anerkennung ist eigentlich schwerwiegender und auch gefährlicher für den Menschen als die Shahwa nach bloßem materiellem Zeugs. Ja. Deswegen sagte auch einer der Salaf, er sagte, niemand findet die Süße der Akhira in seinem Herzen, niemand findet die Süße der Akhira in seinem Herzen, der es in der Dunya liebt, dass die Menschen ihn kennen, dass er unter den Menschen bekannt ist, eine Bekanntheit unter ihnen findet.